skrupellose Söldner aus den Tagen der Asche. Sie nahmen jeden Vertrag an, der Blut und Gold gleichermaßen versprach. Nur die Verzweifelten haben sie gerufen, aber es waren verzweifelte Zeiten. Am Südkamm steigt Rauch auf. Die Feuer sind zurück. Keine Zeit verloren. Könnt ihr die Quelle des Rauchs sehen? Vermutlich gibt es bei all dem eine Verbindung. Ich sorge dafür, dass der Gans nichts passiert. Ihr seid nicht der Bär. Halb vergrabene Fallen und ein Ausguck, der nicht hinter sich schaut. Vorhersehbar und enttäuschend. Der Bär hat endlich seine Höhle verlassen. Ihr hättet niemals zurückkehren sollen. Ich werde den Gestank der Leichen nie vergessen. Früher einmal. Donan suchte fähige Leute und verpflichtete uns dazu, Astaroth zu besiegen. Unsere skrupellosen Taktiken zahlten sich aus. Und mit der Zeit besiegten wir den Dämon. Doch die Dinge, die ich sah, beschämten und entsetzten mich zutiefst. Meine Gefährten und unsere Anführerin Stana teilten meine Scham nicht. Sie erfreuten sich an den Flammen und sehnten sich nach ihrer Rückkehr. Ich war da, als sie Brionne überfielen. Ich sah den Wahnsinn in ihren Augen. Die Tage der Asche hatten ihnen den Verstand geraubt. Also habe ich sie niedergemäht, einen nach dem anderen, und sie den Flammen überlassen. Nach Jahren der Stille scheint es, dass in dieser Nacht etwas überlebt hat. Die Leichen und die Händler waren an mich gerichtet. Trefft mich in der Gans. Wir sehen gemeinsam nach der Schwarzsteppe.